Oh, dieser Film ist ja so romantisch. Tatsächlich Liebe. Tatsächlich Liebe oder auch im Original Love Actually ist eine erneute Rom-Com von Drehbuchschreiber Richard Curtis, der vor allem bekannt wurde für die Drehbuchschreiber bei solchen Filmen wie Bridget Jones, Schokolade zum Frühstück oder auch bei seiner Regie durch Radio Rock Revolution. In dem Film geht es um 10 verschiedene Liebesgeschichten, die alle irgendwie miteinander verwoben sind über verschiedene Personen. Boah, Cloud Atlas, nein. Und die alle zum 24. Dezember, also zu Weihnachten, zu einem großen Finale kommen. Das wohl markanteste an diesem Film ist wirklich das Cast und das ist, ich kann es nicht anders sagen, wirklich großartig. Zum Beispiel haben wir Hugh Grant als Politiker, den ich sonst eigentlich nicht mag, aber in diesem Film hat er mir wirklich gut gefallen. Dann haben wir noch Liam Neeson als Familienvater, der sich um seinen verliebten Sohn kümmert, der noch in die Grundschule geht. Und diese Geschichte war total unglaubwürdig. Dann haben wir noch Colin Firth, jetzt vor allem bekannt durch King's Speech, dessen Geschichte mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Die bezaubernde Keira Knightley haben wir noch als Braut. Dann haben wir noch Alan Rickman, der Snape aus den Harry Potter Filmen, der hier einen Familienvater spielt, der von einer seiner Mitarbeiterinnen ein wenig bedrängt wird und seine Geschichte war klasse, die hat mir gut gefallen. Bill Nighy haben wir noch, wow, und der Mann, der stellt sie wirklich alle in seinen Schatten. Der macht wirklich eine super Arbeit hier und spielt einen wirklich abgefuckten Musiker, der einen neuen Weihnachtshit landen möchte und seine Geschichte, die hat mir echt richtig gut gefallen. Es hat unglaublich Spaß gemacht, Bill Nighy zuzusehen, wie er diesen abgefuckten Musiker schauspielert. Und dann haben wir noch Martin Freeman, den ich hier nicht vergessen möchte, der jetzt im Moment im Kino läuft mit Der Hobbit, eine unerwartete Reise. Martin Freeman macht einen super Job und seine Geschichte war wirklich die beste. Und zwar lernt er ist vom Beruf Pornodarsteller, eine Mitarbeiterin kennen über einen Film, den sie gerade drehen. Und seine Geschichte war wirklich innovativ und die hatte wirklich was, aber leider war es mit einer der, die am wenigsten Screamtime bekommen hat, wo ich mir wirklich dachte, Mensch, hier haben sie das Potenzial leider nicht genutzt. Wie gesagt, einige Geschichten fand ich jetzt wirklich toll, andere fand ich unglaublich banal und nichtssagend und haben meiner Meinung nach da auch überhaupt nicht reingepasst. Einige Geschichten hatten sehr viel Screentime, zum Beispiel die von Hugh Grant oder die von Colin Firth, die hatten sehr, sehr viel Screentime. Dann gab es auch welche mit unglaublich wenig Screentime, zum Beispiel die von Martin Freeman, wo man merkte, hier gibt es wirklich ein ziemliches Ungleichgewicht. Hier wissen sie wirklich, woraus können sie was machen und woraus nicht. Wofür hatten sie Ideen, wofür nicht? Und da hätte man dann doch wirklich diese Ideen mit sehr, sehr wenig Screentime einfach rauslassen können. Denn hier rauben sie anderen Geschichten die Zeit, erzählt zu werden und den Zusammenhang einfach. Ähnlich das Problem, was sie auch bei Cloud Atlas hatte. Hier bremsen sich die Geschichten zu sehr gegenseitig aus. Insgesamt laufen alle Geschichten natürlich auf das Gleiche hinaus. Es ist ja eine Rom-Com und am Ende haben sich alle lieb. Natürlich war der Film auch dementsprechend vorhersehbar, aber damit hatte ich jetzt kein Problem. Die Witze in dem Film waren okay, es waren nicht allzu viele Witze, meistens nur kleine Schmunzler, wie sich das für Romcoms gehört, aber auch das war okay. Den einen oder anderen wirklich guten Gag gab es bei der Geschichte mit Hugh Grant und Martin Freeman. Was bei dem Film wirklich überzeugen kann, war die Musik. Nicht nur eingespielte Weihnachtssongs, sondern auch gemeinter Score hat mir gut gefallen. Ich muss leider ganz ehrlich sagen, so richtiges Weihnachtsfeeling kam bei dem Film, finde ich, nicht drüber. Ganz einfach, weil hier der Fokus zu sehr auf Schnulze lag, auf Romcom. Und damit Weihnachtsfeeling aufkommt, finde ich, muss ein Film viel, viel mehr sein. Zum Beispiel, wie das eine Weihnachtsgeschichte gehandhabt hat. Aber okay, da gab es auch eine wirkliche Vorlage zu. Hier war mir einfach alles ein bisschen zu sehr auf Friede, Freude, Eierkuchen aus. Insgesamt, auch dadurch, dass hier unbedingt 10 Geschichten erzählt wurden, fand ich, ging der Film einfach zu lang. Der Film geht als Romcom. Als Romcom 130 Minuten, über 2 komplette Stunden. Und ich fand, ey, wirklich, das war zu viel. Okay, der Film war unterhaltsam, aber trotzdem 100 oder 110 Minuten hätten locker ausgereicht. Und so hat sich der Film am Ende wirklich unglaublich in die Länge gezogen. Was ich jetzt noch erwähnen möchte, was aber wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Teil vom Film war. Der Film startet 4 Wochen vor Heiligabend, also in der Mitte vom November. Und schon in der Mitte vom November sieht man hier Weihnachtsmärkte mit riesigen Weihnachtsdekos und Schmuck und roten Zipfelmützen und all dem Scheiß, der dazugehört. Und das fand ich wirklich gut, weil hier wurde wirklich gezeigt, wie es heutzutage abläuft. Denn wenn man ehrlich ist, viel zu früh. Was will man Mitte November schon mit Weihnachtskram und Lebkuchen? Also,
Das haben sie in dem Film auf jeden Fall gut dargestellt, wenn auch wahrscheinlich sehr unbeabsichtigt. Im Fazit muss ich sagen, tatsächlich Liebe ist ein Rom-Com, aber eine gute, eine annehmbare. Leute, die Rom-Coms mögen, und das wird überwiegend weibliche Gesellschaft sein, den kann ich tatsächlich Liebe durchaus empfehlen. Auch allen anderen, der Film tut nicht weh. Es ist ein lustiger, ein seichter, ein leichter Film. Und er bekommt von mir 7 von 10 Punkten. Zu Weihnachten könnt ihr ihn euch anschauen. Wie gesagt, ich finde, es gibt durchaus bessere Weihnachtsfilme. Aber okay, das war's von mir. Ich bin raus. Wenn ihr an dem Film interessiert seid, dann klickt euch meine Kritiken zu. Eine Weihnachtsgeschichte, Happy Go Lucky oder Der letzte Kuss.